Hallo Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem Angezockt, diesmal zu Outlast 2. Wir werden in guten 25 Minuten, ich habe extra Timer dafür gestellt, weil ich habe keinen zweiten Bildschirm, womit ich das Ganze mehr... Ja, wo ich halt mehr darauf schauen kann, aber gut. Wie gesagt, in guten 25 Minuten, Outlast 2, ich bin gespannt. Ich weiß schon ungefähr, wie das Ganze abgehen wird. Ich habe Gameplay angeschaut, auch in LP dazu. Das ist motherfucking shit. Aber okay, ich lasse mich gerne erstmal berieseln. Und ja, ich habe eigentlich nichts mit dem Horror-Genre, generell auch mit Horror-Games, nichts am Hut. Aber ich lasse mich, wie gesagt, gerne von Outlast 2 berieseln für fast eine halbe Stunde. Und ja, vielleicht, wenn ich sogar Bock habe, würde es ein Let's Play dazu geben. Vielleicht aber auch, wenn ich so vorhab, vielleicht sogar noch diese Woche, ein LP zu Resident Evil 7 Biohazard noch geben, was zwar schon Anfang des Jahres schon draußen ist, also schon ein Weilchen her, juckt mich aber eigentlich eher gar nicht. Und ja, wenn ihr aber lieber Outlast 2 sehen wollt, dann mich von euch, vielleicht bringt das ja was, dann 15 Likes. 15 Likes. Bei der geringen Reichweite, die ich habe, das war eher unmöglich, aber ich mache es einfach trotzdem. Das muss jetzt einfach sein. Und ja, wollen wir nicht lange drum rumreden, sondern fangen jetzt einfach damit an. Ich glaube, es könnte eine Cutscene kommen, aber ich lasse die Facecam einfach komplett an, also das juckt mich jetzt nicht. Wie gesagt, fangen wir jetzt direkt an. Schwierigkeit. Okay, normal, schwierig, Albtraum, Wahnsinn! Ich bin ein Noob, ein Anfänger, deswegen machen wir eher normal. Outlast 2 enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Viel Spaß! Ja, werde ich haben, danke, toll. Lynn Langermann ist eine Enthüllungsjournalist, die den geheimnisvollen Mord einer schwangeren Frau im ländlichen Arizona untersucht. Du bist Blake Langermann, ihr Ehemann, Assistent und Kameramann. Nimm alles auf, ihr seid keine Kämpfer. Solltet ihr den Schrecken in dieser entlegenen Gegend begegnen, rennt weg, versteckt euch oder sterbt. Okay, danke für die Warnung. Okay. Und es fängt direkt an. Mit Untertitel. Oh ja. Sonst sehe ich die Untertitel nicht, deswegen also muss ich die Facecam ein bisschen weiter nach unten, aber okay, passt. Here for new
past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from here. What the fuck? Yo! Oh shit! Okay. Ganz random Herft, dass es irgendwas passiert. Sie wurde wahrscheinlich von irgendwas getroffen. Oder vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Kreatur oder so. Irgendwas wird schon passiert sein, aber holy shit. Okay, wir sind hier in irgendeinem Raum. Das sieht aus wie eine Schule. Okay, bewegt mit den üblichen Tasten wahrscheinlich. Warum ist jetzt auf einmal dieser Spinnnetz plötzlich aufgegangen? Wo nur übliche Bücher drin sind. Was ist hier? So Bilder von ihr wahrscheinlich. Von dieser Jessica. Okay, gehen wir einfach weiter. Die Empfindlichkeit der Maus ist ein bisschen... Naja. Wunderbar. Wer rennt denn da bitte schön? Es kommt mir so allein und verlassen vor, wenn hier auf einmal läuft so eine Person in den Gang durch. Kein Kommentar. Okay, die Karte von USA. Alter, die Musik. Beziehungsweise Soundeffekte, wie auch immer. Alter. Gehen wir einfach den Gang durch. Warum läuft das so langsam? Das verstehe ich irgendwie nicht. What the fuck? We're not alone here. Alter. So für die Befreiung. Auf jeden Fall waren wir bewusstlos. Aber warum haben wir denn in Anführungszeichen gesetzt dann sowas geträumt? Lynn! The fuck? Lynn! Auf jeden Fall sind wir abgestürzt, das ist auf jeden Fall klar. Und ich habe das Gefühl, die Lynn und dann noch dieser Co-Pilot, der mit dabei war, sind wahrscheinlich jetzt von uns gegangen. Beziehungsweise, um es direkt zu sagen, tot. Und wir haben als einzigster überlebt. Okay. Wie kommen wir jetzt weiter? Müssen wir jetzt da runterspringen oder was? Ah ne, hier. Wahrscheinlich, oder? Ist das überhaupt der richtige Weg? Überhaupt? Oder müssen wir überhaupt irgendwie runter? Ich denke schon, ne? Mache ich das jetzt einfach mal. Achso, das geht auch. Dann mache ich das jetzt einfach. Okay, es hat gut funktioniert. Ja, und jetzt? Achso, dahin.
Oh, okay, oh, okay, oh. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ach du Scheiße. Drüber springen. Ja, geh doch hoch. Aber wir sind trotzdem sehr angeschlagen. Was wichtige Ereignisse sollten aufgenommen werden? Drücke rechts, um die Kamera zu aktivieren. Das rote wirklich zeigt, dass du aufnimmst. Okay. Wenn das Sechssymbol blinkt, heißt das, du zielst auf das Ereignis, das aufgenommen wird. Du musst über längere Zeit auf das Ergebnis zielen und damit den roten Kreis füllen, um den Moment vollständig aufzunehmen. Okay. Achso, hier am besten. Naja, hä? Nochmal. Na, komm schon. Jetzt schon wieder zu nah, oder was? Warum hat er das jetzt... Warum macht er es nicht nochmal? Jetzt. Okay. Video aufgenommen. Schau dir aufgenommene Videos an, um mehr über Ereignisse und Ziele zu erfahren. Okay. Oh shit. Jesus. Is... No, there's no bodies. She's not in here. Lynn! Lynn! Jetzt ist, haben sie auch noch überlebt, oder was? Beziehungsweise sie... Aber was ist mit dem Pilot, der da mit drin war? Ist der tot? Oder hat er auch überlebt? Das sieht so krass aus. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass die beiden das nicht mehr geschafft haben. Ja, wo kann ich jetzt hier weitergehen? Nach unten, oder was? Hä? Ah! Hä? Achso. Nach unten bestimmt nicht, oder? Wohl eher hier lang, oder? Ja, doch nicht. Was schaltet bei aktiver Kamera mit F in die Nachtsicht ein, um im Dunkeln besser sehen zu können? Achso, ja, okay, gut, ja, gerne. Ja, zum Heilen. Dann mach das mal am besten, ne? Okay. Und dann springt wenigstens da drüber. Ah, okay. Aber soweit ich weiß, wird die Kamera auf jeden Fall schneller leer, wenn diese halt in diesem Nachtmodus halt aktiv ist. Ich werde sie erstmal wieder ausschalten. Oh, oh fuck me! Scheiße. Fuck, 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 fuck. Erstmal wieder diesen Teil aufnehmen. Aber wahrscheinlich ja eher doch. Ach du Scheiße. Also das haben wir ja jetzt. Ach du Kacke. Okay, mehr möchte ich jetzt nicht wissen. Jetzt müssen wir doch wieder anschalten. Sonst kommen wir ja nicht weiter, aber die Batterie ist gleich leer. Gibt sie keine Batterien irgendwie auf dem Weg? Um nach hinten zu schauen. Achso, ja klar, ne? Oh Mann, der Akku ist gleich leer. Nachladen. Hä? Einmal doch Batterien dabei. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Bringt mich das wenigstens irgendwo hin oder so? Oder beziehungsweise, wo bringt mich der Weg überhaupt hin? Und wahrscheinlich hat er wieder irgendwas zum Aufnehmen, warum auch immer. Eine Stadt ist da irgendwo in der Nähe wahrscheinlich. Geht das jetzt auch so? Das muss. Okay, das geht auch so. Gut, wunderbar. Laufen wir einfach hier rein in diese Stadt. Drücke
während du dich auf ein Hindernis bewegst, um drüber wegzuspringen. Sieht ja bis jetzt ja wunderbar aus. Das soll in der Stadt sein momentan. Sieht aber nicht ganz danach aus. Okay. Es ist immer ein ungutes Gefühl, in einer mehr oder weniger vorhandenen Stadt nachts dunkeln, alleine rumzulaufen. Aber okay. Warum auch nicht? Halte Q oder E gedrückt, um dich zur Seite zu lehnen. Bringt das irgendwas? Keine Ahnung. Das Fahrrad hier? Lecker. Lecker, ey. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nee, 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 nee. Nee, der Anblick ist dabei. Nee, 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 komm weg, nee, nee, einfach nur, nee. Widerlicher Anblick. Who's? The fuck? Ja, nun? Hier, wahrscheinlich geht's hier weiter. Verstecken. Warum verstecken? Soll ich mich verstecken? Spähe. Es scheint gerade nicht viel abzugehen. Okay. Bringt das jetzt irgendwas, in der Kamera in den Nachtsichtmodus zu gehen? Okay, es wird was zum Aufnehmen wieder. Okay. Wofür das bringt, ich weiß auch nicht. Das ist fucked up. Ja, auf jeden Fall. Irgendwas passiert auch noch. Dass irgendeine Person so ganz hektisch rauskommt. Wie so ein Jumpscare. Und wieder ist ja irgendwas passiert. Alter. Wird hier in dieser kleinen Mini-Stadt hier nur getötet, oder was? Erst ein Hund, dann noch ein Mensch. Was kommt denn als nächstes? Noch ein Haustier, oder was? Warte mal, jetzt bin ich wieder hier. Nee, wieder zu weit. Ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade in etwas verlaufen. Aber wo geht's denn hier weiter? Was ist hier? Ist das eine Batterie? Ja. Wunderbar. Ich glaube, ich werde auch wieder hier die Kamera benutzen, damit ich mehr sehen kann. Aber man kann ja aber auch nirgendwo sehen, wie viel man an Batterien noch hat, ne? Gar nicht. Überhaupt nicht. Aber wo geht's denn überhaupt weiter? Ich habe überhaupt keinen Plan. Hier war ich ja schon. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Ich habe echt keinen Plan, ne? Überhaupt nicht.
Nee, war ja schon eine Sackgasse gewesen. Wie ich einfach nicht weiterkomme, ne? Oder kann ich hier irgendwie durch oder so? Nee, so wie es aussieht, nicht. Nee, keine Ahnung. Brauchst du die Tür oder so? Um das Fenster zu öffnen. Okay. Gehen jetzt einfach durch dieses Fenster durch. Durch dieses Fenster durch. Dankeschön. Ich spüre doch schon safe, dass noch irgendwas kommen wird. Wie so ein Jumpscare oder so. Ich höre Schritte. Ich höre irgendwelche Schritte. Schritte, die immer näher kommen. Alter. Nochmal aufsperren. Nächste Tür offen. Ich gehe jetzt einfach hier raus und hoffe, dass bis jetzt nichts passiert ist. Halte links gedrückt, um in die Hocke zu gehen. Ja, diese Taste CTRL bringt mir nicht weiter. Was ist das hier für eine Taste? Okay, die Steuerungstaste. Okay, gut. Geht einfach hier weiter durch und bleib erstmal in den Nachtsichtmodus. Okay, diese in Anführungszeichen Musik verändert sich schon mal. Es wird irgendwas passieren. Es wird jeden Moment irgendwas passieren. Ich merke es schon an dieser mehr oder weniger vorhandenen Musik. Nachladen. Aber wie viele Batterien haben wir überhaupt? Wir können das wirklich auch nicht einsehen, ne? Überhaupt nicht. Und jetzt sind wir in unserem komischen Gebäude aus Holz. Irgendwas. Ist irgendein Zettel? Foto wurde gemacht, drücke 20. Okay. Das Klage der Hebamme. Achso, ich kann es mir auch so einsehen. Soll ich es wirklich durchlesen? Na komm, ich mach's einfach. Das Kind ist kommt bereit, das Messer macht das. Kind, es kommt, Hebamme der Nacht, Mutter, die den Feind gebart, Gottes Welt durch Sünd gewahrt. Halleluja, halt die Flut, das Warten endlich sich gelohnt, des Morgens wird des Feindes Blut vergossen, hier wird sein verschont. Das Kind, es wächst, ihr Leib schwillt an, das Kind, es wächst, der Höll gesandt. Was soll das jetzt wieder heißen? Irgendein Wort, was ich nicht entziffern kann. Ruft und schärft die Klinge, kniet, betet, frohe Dinge. Okay. Merkwürdiger Text. Wahrscheinlich wurde hier ein Kind umgebracht, eventuell, so wie es aussieht. Alter. Das ist so krank, einfach nur. Was zum Fick? Ich
möchten ja nicht wissen, was das noch sein soll. Das sind irgendwelche toten Leichen geformt eines Kreuzes. So ein... Oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ne? Ich lasse es auch dabei. Wir haben auch schon die Grenze auch schon überschritten. Wie gesagt, von 25 Minuten. Wie gesagt, 15 Likes. Und es wird es eventuell als Let's Play geben. Also, wenn ihr es sehen wollt, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch die 25 Minuten hier gefallen haben, von Outlast 2 angezockt. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video eines Let's Plays. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Macht's gut.